SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Knapp 700 Tage, fast 2 Jahre sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vergangen. Seit knapp 700 Tagen versucht der russische Präsident, Grenzen in Europa neu zu ziehen. Mit einem Angriffskrieg, wie ihn der europäische Kontinent seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Der brutale Krieg trifft Zivilisten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind an der Tagesordnung und gehören zur Kriegsstrategie Putins. In den Anträgen, vor allem der AfD, wird immer wieder unterstellt, Deutschland setze sich nicht ausreichend für ein Ende des Krieges ein und verschärfe sogar die Situation beispielsweise durch Waffenlieferungen. Umso wichtiger ist es, dass wir jede Situation, jede Chance nutzen, so häufig wie möglich und nötig über diesen Krieg zu reden, um genau solche Annahmen und vor allem falsche Informationen zu widerlegen, die vor allem von rechts außen verbreitet werden. Erste Feststellung. Russland hat am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen, zum zweiten Mal im Abstand von wenigen Jahren. Putin hat diesen Angriff gestartet mit dem Ziel, nicht nur die ukrainische Regierung zu stürzen, sondern die Ukraine bis nach Kiew zu erobern. Dafür riskiert Putin tagtäglich zivile Opfer in der Ukraine und nutzt junge russische Soldatinnen und Soldaten als Kanonenfutter. Zweite Feststellung. Es hätte zu diesem Krieg nicht kommen müssen. Allein und ganz allein Russland, das autokratische Regime rund um Putin, haben sich dazu entschlossen, den Weg der militärischen Invasion einzuschlagen, um einige Erinnerungen zu wecken, vor allem bei der AfD. Welche diplomatischen Bemühungen gab es bis zum Schluss, damit es nicht zu diesem Krieg kommt? Bilaterale Gespräche. EU-Russland, NATO-Russland, Europarat, Vereinte Nationen, Normandie-Quartett und sogar auf der Ebene der Zivilgesellschaft. Es gab unterschiedliche Sicherheitsgarantien, was die EU-Mitgliedschaft und die NATO-Mitgliedschaft anging. Und dennoch konnten diese diplomatischen Bemühungen diesen Krieg nicht verhindern, weil eine, vor allem ausschließlich nur eine Kraft nicht bereit war für eine Lösung und vor allem für einen diplomatischen Kompromiss. Und das war Putin-Russland. Dritte Feststellung. Zu glauben, das Einstellen von Waffenlieferungen würde zu einem schnelleren und nachhaltigen Frieden führen. Ja, es würde dazu führen, dass der Krieg zu Ende geht, aber zu Lasten der Ukraine. Und wer dann glaubt und meint, dass Putin Stopp machen würde und Halt machen würde vor der westlichen Grenze der Ukraine und dann nicht weiter versucht, seinen russischen Imperialismus auszubreiten, will es nicht verstehen oder möchte es nicht verstehen. Beides ist ein Unsicherheitsfaktor für unser Land. Und deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir seit Tag 1 an der Seite der Ukraine stehen, meine Damen und Herren. Sogar Initiativen aus Brasilien und China, vor allem China, ein enger Verbündeter Putins, kann man so sagen, haben nicht dazu geholfen, dass dieser Krieg schneller beendet wird oder dass es mehr diplomatische Versuche gibt, diesen Krieg zu beenden, sondern stattdessen setzt Putin weiterhin auf seine Invasion, auf seinen Imperialismus. Und lasst uns bitte mal ganz genau, das sind nicht Reden, die wir hier halten, die Mehrheit von uns nicht. Das sind Reden, die Putin hält und vor allem seine Regierungsmitglieder. Wenn er davon spricht, dass er sich ein Russland wünscht wie unter dem Zaren, dann bitte ich jeden, sein Smartphone rauszuholen, googeln. Und googelt mal die Geografie, die geografische Lage des Zarenreiches Russland. Russland wirkt jetzt schon 2024 ziemlich groß und damals unter dem Zaren noch viel größer. Und wir alle wissen, was es bedeutet, wenn man versucht, ein Land zu vergrößern, Grenzen zu verschieben. Das funktioniert nicht friedlich, sondern es geht nur durch Gewalt. Und aus diesem Grund ist es so wichtig und richtig, dass wir die Ukraine unterstützen. Denn jede neue Grenzverschiebung führt zu etwas, was wir alle nicht wollen. Zu mehr Instabilität, zu mehr Krieg. Wir wollen aber Demokratie, Freiheit, Frieden und wir wollen ein Ende von Imperialismus, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grund verstehe ich viele Menschen in unserem Land, die verunsichert sind, die sagen, weil sie vor allem rechte Propaganda auf Instagram, TikTok, Telegram sehen können, auf YouTube auch, Menschen, die der AfD sehr, sehr nahe stehen,
Nach außen hin liefern wir viele Waffen und zahlen Milliarden in die Ukraine, und intern sparen wir. Ich verstehe, dass es ein komisches Gefühl gibt, wenn man das wahrnimmt. Aber es ist wichtig zu sagen, dass wir das tun, damit wir langfristig im Wohlstand leben. Wir unterstützen die Ukraine und unsere osteuropäischen Nachbarn, damit wir auch langfristig in Deutschland und Europa in Wohlstand leben können. Und es ist deshalb unmoralisch und falsch und eine Schwäche und ein Angriff auf unsere Demokratie, wenn man das gegeneinander ausspielt. Und deshalb lasst uns das entlarven und lasst uns daran setzen, dass wir als Deutschland und Europa gemeinsam dafür sorgen, entschlossen und geschlossen als demokratischen Kräfte. Wir stellen hier diese Unterstützung nicht in Frage. Wir stehen an der Seite der Ukraine und der europäischen Nachbarn. Gemeinsam sorgen wir für mehr Frieden. Meine Damen und Herren, danke für diese gemeinsame demokratische Debatte hier. Vielen Dank. Nächster Redner ist Matthias Moosdorf für die AfD-Fraktion.